Das ist eine Kumpir und das ist ein leckerer Sucuk-Spieß. Und wie ihr den nachmachen könnt, das seht ihr in der heutigen Folge der Sauerländer Barbecue. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Ja, ihr habt es gesehen, wir haben einen Gast hier und es ist nicht irgendeiner, das ist der Jörn. Und der Jörn ist amtierender deutscher Amateurgrillmeister. Ja, der Jörn wird uns heute ein bisschen tatkräftig unterstützen, vielleicht auch in der einen oder anderen Folge in unseren türkischen Wochen, denn damit geht's jetzt weiter. Ja, ihr habt natürlich nicht nur den deutschen Amateurgrillmeister gesehen, sondern ihr habt auch gesehen, was es heute gibt, nämlich Kumpir mit einem Spieß mit einer guten Sucuk. Ja, zu der Sucuk, da kann ich noch kurz was erzählen, und zwar wurden wir wirklich häufig gefragt, warum wir noch nichts mit Sucuk gemacht haben. Das lag einfach daran, man kriegt Sucuk an jeder Ecke, aber wir haben noch keine gefunden, wo wir gesagt haben, da wissen wir, wo sie herkommen. Jetzt haben wir durch Zufall in Wuppertal die Metzgerei Lahme gefunden und der macht da seine Sucuk noch selbst. Wir konnten hinter die Kulissen blicken und da war alles in Ordnung. Dementsprechend gibt es nun auch Folgen mit Sucuk bei uns. Ja, und was wir dazu brauchen, das zeigen wir euch wie immer am Tisch. Wir benötigen für unsere Kumpir und auch für die Sucuk-Spieße einmal ein wenig Chipotle-Chili, dann einen guten Pfeffer, in dem Fall die neuen Pfeffersymphonie, Salz, dann brauchen wir ein wenig Frühlingszwiebeln, glatte Petersilie, hier stellvertretend auf dem Brett zwei große Kartoffeln, wir haben ein paar mehr, aber viel mehr passt halt nicht aufs Brett. Dann haben wir zwei rote Spitzpaprika und der Jörn hat uns welche mitgebracht, weil hier gibt es die nämlich kaum, grüne Spitzpaprika. Ja, außerdem natürlich unsere Sucuk und da seht ihr schon, das ist wirklich mal eine Sucuk, die aussieht, als wäre sie nicht industriell hergestellt, was sie auch nicht ist. Direkt dahinter ein wenig Käse, in diesem Fall einen mittelalten bis alten Gouda und ein ordentliches Sauerländer Butterflöckchen. So, heute gibt es Kumpir. Kumpir ist eine gefüllte Kartoffel mit verschiedenen Toppings. Innen drinne füllen wir hinterher die Kartoffel mit Butter, Käse, werden sie sehr, sehr schlotzig reiben und werden dann verschiedene Toppings auf den jeweiligen Kartoffeln einfüllen. Als erstes nehmen wir dreilagig Alufolie und rollen dort die Kartoffel erstmal ein. Dreilagig, damit wir hinterher einen vernünftigen Halt haben, wenn die Kartoffel weich wird und wir sie dann auftrennen und verrühren wollen. Ein geschlossenes Päckchen. Das mache ich jetzt mit den anderen Kartoffeln auch und dann schauen wir gleich weiter am Grill. Nachdem wir unsere Kartoffeln eingepackt haben, legen wir sie hintereinander bei drei gezündeten Brennern oben auf den Rost. Das ermöglicht uns, da wir hier oben eine Stauhitze haben, dass sie vernünftig garen können und auch nicht wie bei Holzkohle von außen auf einmal schwarz werden können. Das machen wir jetzt mit den gezündeten drei Brennern bei ca. 200 Grad. Während im Hintergrund unsere zur Hälfte vorgekochten Kartoffeln zu Ende garen, kümmern wir uns jetzt um unsere Sucuk. Ja, und wir haben es gerade schon gesagt, das ist halt wirklich eine handgemachte Sucuk. Sucuk, für die Leute, die es nicht kennen sollten, ist eine türkische Knoblauchwurst. Und da müssen wir jetzt einfach als erstes mal hier diese Haut entfernen, diese Pelle. Und wenn wir das gemacht haben, können wir unsere Sucuk weiterverarbeiten. Ja, wir möchten jetzt zweierlei Sucuk haben. Einmal kleinere Würfel, das zeige ich euch jetzt gleich, für das Topping. Und dann brauchen wir noch etwas gröbere Stücke. Die schneiden wir hier einfach so auf. Das werden die Stücke für unsere Spieße. Dafür teile ich die Sucuk einfach einmal so in der Mitte. Und dann schneide ich hier einfach solche Halbmonde runter. Wenn das erledigt ist, kümmern wir uns um unsere anderen Sucuk-Stücke. Da schneide ich einfach erstmal hier solche Scheiben. Und anschließend nehme ich die einzelnen Teile, schneide sie so runter und beginne dann hier so kleine Würfelchen runterzuschneiden. Ja, das Ganze werde ich jetzt mit der restlichen Sucuk auch machen. Die lagern wir so lange in einer kleinen Schüssel und dann geht's weiter mit unseren Spießen.
Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben die Paprika ein wenig angeröstet, damit die von der Struktur her weicher werden. Das lässt sich hinterher schön aufspießen dann. Und die müssen wir jetzt halt in mundgerechte Stücke auf dem Spieß schneiden. Und aufpassen, nicht so hoch hier schneiden, dann hat man die Kerne drin. So, hier sind zum Beispiel gar keine Kerne drin. Und das machen wir dann mit allen grünen Paprikern erstmal fertig. Die rote Paprika halbieren wir der Länge nach einmal. Hier oben ist dann das Kerngehäuse drin. Ein bisschen die Kerne hier rausmachen und dann auch wieder mundgerechte Stücke rausschneiden. Wir müssen jetzt unsere Spieße stecken und dazu nehme ich jetzt erstmal ein Stück Wurst. Wir haben jetzt hier schöne, einfache Doppelspieße, brauchen gar keine teuren sein. Dann nehmen wir schön ein Stück Paprika, schieben es davor, ein rotes, jetzt ein grünes. Und so spieße ich die ganzen Spieße jetzt fertig. Und wenn eure Spieße dann so aussehen, könnt ihr sie beiseite legen und wir machen jetzt erstmal mit dem Topping weiter. Ja, wir kümmern uns jetzt weiterhin um unser Topping. Das Schöne an dieser Kumpir ist nämlich, dass man sich das vorstellen kann wie im Dönerladen. Wenn ihr sagt, ihr hättet gerne den Döner mit Ziegenkäse, kriegt ihr den mit Ziegenkäse. So ist es bei der Kumpir auch. Man kann sich dann halt bei uns später quasi aussuchen, ob man Kumpir mit Sucuk-Würfeln, grüner Paprika, roter Paprika, Frühlingszwiebeln, doppelt Käse haben möchte. Und dementsprechend werden wir das jetzt einfach vorbereiten. Ja, ich fange an mit unseren Frühlingszwiebeln und die schneide ich einfach in ganz feine Ringe runter. Der Tim hatte ja gerade schon festgestellt, dass diese Paprika hier kaum Kerne besitzt. Deswegen werde ich jetzt einfach das Risiko eingehen. Werde sie einfach einmal so in der Mitte durchschneiden. Und dann auch hier ganz feine Würfelchen runterschneiden. Nun müssen wir noch unsere rote Paprika schneiden. Ihr seht, hier vorne habe ich schon mal das kleine Topping aufgebaut. Auch die rote Paprika teile ich jetzt in der Mitte, schneide sie dann aber nicht ganz oben ab, sondern hier. Und teile sie dann nochmals so in der Mitte, kratze eventuelle Kerne raus, beziehungsweise schneide es ein bisschen raus. Und dann schneiden wir auch die rote Paprika in feine Streifen oder Würfel, je nachdem, wie ihr es nennen möchtet. Ja, ihr seht es, wunderbares Farbenspiel hier an unserer kleinen Kumpirbar. Und jetzt werde ich noch zum Schluss glatte Petersilie einfach grob hacken. Ich finde es gerade bei glatte Petersilie immer schade, wenn die Leute die ganz fein hacken, weil ich finde, sowas darf durchaus noch Struktur haben. Bei Krauser, bin ich ehrlich, schneide ich die auch eher fein, aber hier gefällt mir einfach diese Struktur schon von sich aus ganz gut. Ja, ihr habt's gesehen, natürlich müssen wir den Käse für unsere Kumpir auch noch reiben. Ja, und da kümmere ich mich jetzt noch drum. Während Sebastian den Käse reibt, habe ich schon mal die Spieße aufgelegt und lasse die jetzt ein bisschen Farbe nehmen, weil gar ist ja eigentlich alles schon. Und der Jörn zeigt euch dann gleich, wie es mit der Kumpir weitergeht. Während im Hintergrund jetzt unsere Spieße zu Ende garen im indirekten Bereich, kümmern wir uns um unsere Kumpir. Jetzt macht sich bezahlt, dass wir wirklich dreilagig die Alufolie genommen haben. Die schneiden wir jetzt wirklich oben erst einmal ein. Können sie dann eben aufklappen und wirklich fixieren, dass wir sie gleichzeitig hinterher als Schale haben. Und sehen dann auch, dass wir die Kartoffel nicht bis unten hin komplett durchschneiden. Dann klappen wir sie auseinander. Und nehmen uns ein Streichmesser dazu und lösen das Innere der Kartoffel erstmal leicht ab. Nehmen uns dann ein Sauerländer Butterflöckchen. Legen das da rein und mischen es mit der Kartoffelmasse, dass die Butter die Möglichkeit hat, wirklich zu zerfließen und dann sich verbindet zu einem kleinen Brei. Jetzt kann man genau hier erkennen, jetzt haben wir wirklich die Butter mit der Kartoffelmasse gemischt. Und damit wir dann wirklich einen richtig gut schmeckenden
Brei im Prinzip hinterher haben, nehmen wir jetzt Käse, legen den oben drauf und machen dasselbe wie mit der Butter und vermischen das Ganze miteinander, dass der Käse wirklich schmelzen kann. So, jetzt sieht man, dass wir wirklich einen leckeren Kartoffel-Käse-Butter-Quark im Prinzip hier erzeugt haben. Diesen müssen wir natürlich wie bei fast jedem Gericht mit Kartoffeln sowohl salzen als auch pfeffern. Dafür nehmen wir das Murray River Salz von Ankerkraut. Eben kurz unterheben. Nehmen dann ein wenig frisch gemahlene Pfeffer dazu. Da bitte vorsichtig mit sein, dass es hinterher nicht wirklich komplett überpfeffert ist. Auch diesen heben wir dann unter und kommen dann wirklich zum sogenannten Topping. Wie Sebastian gerade schon erklärt hat, wir haben verschiedene Toppings gemacht. Es ermöglicht euch also auch, wenn ihr vegetarische Gäste habt, dass ihr dann wirklich nur mit Gemüse die Kartoffel füllt, ist mal eine Alternative für wirklich spezielle Gäste, die kein Fleisch essen. Wir nehmen als erstes ein paar Würfel von der Sucuk. Die solltet ihr auch als erstes nehmen, weil die dann wirklich mit der Wärme noch in Verbindung kommt von der Kartoffel und so auch noch wirklich im Prinzip anschwitzen kann und ein wenig von dem eigenen Geschmack auch noch an die Kartoffelmasse geben kann. So, ein wenig Frühlingszwiebeln. Dann ein wenig frische grüne Spitzpaprika mit bei. Ein wenig rote Paprika. Und ein wenig von der Petersilie. Ich persönlich empfehle euch vielleicht noch ein wenig Chipotle Chili. Damit aber wirklich ganz vorsichtig, weil das sind nämlich wirklich große Flocken. Das soll wirklich nur eine kleine Nuance sein. So sieht also im Prinzip unsere Kumpir mit den Toppings, die ihr vorne seht, aus. Und wir kümmern uns jetzt eben schnell, dass wir die Spieße vom Grill holen und Sebastian macht euch dann noch ein Tellerbild fertig und dann könnt ihr das gleich im Prinzip alles zusammen sehen. Ja, Freunde, das war sie, unsere Folge mit der Kumpir und den Paprika-Sucuk-Spießen. Ja, die Kumpir, das Wort Kumpir hat sogar seinen Ursprung im Deutschen und wurde von Balkantürken, die Kontakt zu pfälzischen Siedlern hatten, bis nach Anatolien verbreitet, weil Kumpir leitet sich ab vom pfälzischen Krummbeere oder Grundbirne auch und beschreibt wirklich in der Türkei mittlerweile diese gekochte Kartoffel und im Gegensatz zu Patatis, das dann die, das, was die rohe Kartoffel ist. Ich hoffe, ihr hattet Inspiration von uns mitnehmen können. Es ist nämlich eine Möglichkeit, einfach mal sowohl vegetarisch als auch eben mit ein klein wenig Fleisch ein Menü komplett vom Grill zu holen, was eine für sich kostengünstig ist und ein wirklich tolles Geschmackserlebnis ist. Probiert es einfach mal aus. Ihr werdet überrascht sein, wie toll es doch wirklich schmeckt. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt ihr uns vielleicht einen Daumen nach oben, ein Gefällt mir bei Facebook und im Idealfall klickt ihr da unten auf Abonnieren und abonniert unseren Kanal. Selbstverständlich freuen wir uns auch immer über Kommentare, also schreibt fleißig. Ja, wir können nicht viel mehr sagen, als außer, dass alles unten in der Videobeschreibung noch steht, das ganze Rezept. Ansonsten können wir nur noch sagen, nicht vergessen, bleibt neugierig aufs Essen und bis zum nächsten Mal mit der Sauerländer Barbecue.